Hallo, da bin ich wieder, eure Monika Kahl. Ich habe euch ja erzählt, wie in der Haut und wo vor allen Dingen in der Haut das Fett produziert wird, die Haare und eben auch die Feuchtigkeit bewahrt wird. Ich habe jetzt noch mal etwas dazu, und zwar die Fragen waren teilweise auch, wie die Entzündungen entstehen. Ich bin schon ein bisschen drauf eingegangen, aber die Entzündungen entstehen immer dann, wenn wir gekratzt haben, selbst wenn wir ganz saubere Hände haben. In dem Moment, wo wir eine leichte, praktisch nur eine leichte Erhebung aufkratzen oder dran rumknibbeln, in dem Moment kommt Sauerstoff dran, und wenn der Sauerstoff dran kommt, gibt es immer eine Entzündung. Das ist auch, wenn man etwas ausreinigt, also das heißt, Mitesser aushebt oder auch Mielen aus der Haut ansticht und aushebt. Das ist normalerweise kein Problem, wenn die Pore richtig porentief sauber ist, das heißt, bis das Kleinste auch unten runter raus ist, rausholt, gibt es nie eine Entzündung. In dem Moment, wo ihr anfangt, selber auszureinigen und es bleibt ein ganz kleiner Rest vom Talg in der Haut, dann hat der Feuchtigkeit Sauerstoff bekommen, und in dem Moment, wo der Sauerstoff bekommt, fängt er an und entzündet sich. Und das lässt sich nicht vermeiden, weil wer Probleme hat mit der Haut, ich weiß das, selbst wenn man tagsüber sich beherrscht, im Schlaf, man knibbelt, ohne dass man es will, also hier mal oder so mal, und schon ist es passiert. Und das gibt dann eben die Entzündungen in der Haut. Dazu kam, ich habe mal in einer der früheren Folgen auch erzählt, dass ich bei mir viele, die das erste Mal kommen, zum Arzt schicke, damit die sich eine Darmsanierung verschreiben lassen. Unter der Darmsanierung verstehen die meisten, also dann gibt es Durchfall und man sitzt die ganze Zeit auf dem Klo. Das ist völlig falsch. Diese Darmsanierung ist dafür da, dass in diesem Darm die Darmzotten wieder richtig arbeiten. Das heißt, wer in der Regel Hautprobleme hat, die meisten der Hautprobleme fangen im Darm an. Und wenn man eine Darmsanierung macht, die der Arzt verschreibt, dann baut der Darm sich wieder sehr, sehr gesund auf, und in der Regel geht ein großer Teil der Probleme da schon mal von alleine weg, ohne dass man Gott weiß, was machen muss. Was nicht beinhaltet, dass man sich nicht pflegt. Trotzdem, das heißt Reinigung, Tonik. Ganz wichtig ist das Tonik, weil wenn wir uns waschen mit einer gescheiten Reinigung, ist das wunderbar. Wir holen den Dreck von der Haut, auch lösen den Schmutz in den Poren an, waschen das ab. Und wenn wir dann nicht mit einem Tonic drüber gehen, bleiben Reste der Reinigung auch wieder in den Poren liegen. Und das kann zur Folge haben, dass auch da wiederum Unreinheiten entstehen, weil wir ja den Rest des Schmutzes aus den Poren nicht richtig rausgelöst haben. Und aus diesem Grund ist Tonic für mich genauso wichtig wie die Reinigung selber. Und man sollte dann eine Tages- und eine Nachtpflege haben. In der Regel, alles das, was man so kriegt auf dem Markt, ist in der Regel alles nicht sehr schlecht. Kann man nicht sagen. Es gibt einige Fragen zu bestimmten Produkten. Was ich nicht gut finde, darf ich natürlich auch nicht sagen. Wir wollen ja auch keine andere Firma irgendwie runtermachen. Ich finde wichtig, und das solltet ihr euch merken, am besten ist es mit Natur. Pflanzen, alles was mit Natur zusammenhängt, ist für die Haut wichtig. Und ich würde keine Chemie nehmen für meine Haut, weil Chemie ist was, was ich nicht brauche. Mineralöle liegen auf der Haut, machen einen Verbund. Die Haut kann schon aus dem Grunde nicht richtig abschütten. Auch wenn man die gute Poren hat, aber wenn ich ein Pflaster drauf mache, geht nichts.
Ja, das ist, wenn ihr eine offene Wunde am Bein habt und ihr macht ein Sprühpflaster drauf, dann läuft also nichts mehr aus der Haut. Also auch kein Wundsekret. Und das ist nicht der Sinn der Sache. Wir wollen, dass die Haut abschüttet. Wir wollen, dass die Haut sich erholt. Wir wollen ihren freien Zugang geben. Das heißt, einmal Sachen aufzunehmen, damit die Haut sich gut regeneriert. Und auf der anderen Seite wollen wir auch, dass die Haut gut abschütten kann. Das heißt, immer dann, wenn die Haut selber sich reguliert, hat man die schönste Haut. Und aus diesem Grunde ist Natur immer das Beste. Ja, das war's für heute und ich wünsche euch bis zum nächsten Mal eine tolle Zeit und ich verabschiede mich, eure Monika Kahl. Tschüss!